Deutschland kann zwar froh über einen Verbündeten wie Westfranken sein, aber einmal mehr wird der König hier in einen Krieg gerufen und das belastet die Finanzen natürlich äußerst. Wir haben hier gerade mal 74 Gold, positive Einnahmen von plus 6,1. Und jetzt gab es eine kleine Diskussion in den Kommentaren, darauf würde ich gern nochmal eingehen, denn es hieß, kann der König denn nicht eventuell nur einen Teil der Truppen ausheben, wenn es irgendeinen Einsatz außerhalb der eigenen Grenzen gibt? Ja, normalerweise würde ich das eigentlich nicht so handhaben. Also ich würde normalerweise immer das gesamte Heer losschicken. Denn bisher hat sich ja auch König Markwart immer direkt an die Spitze des Heeres gestellt, die Armee angeführt. Und da ist es natürlich recht gefährlich, wenn man dann nur einen kleinen Teil der Armee losschickt. Er müsste diversen feindlichen Armeen potenziell sogar ausweichen oder bewusst größere Verluste in Kauf nehmen. Aber ich habe mal noch ein bisschen überlegt. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass wenn wir hier die Truppen ausheben, nur ein paar Monate vergehen und dann werden wir hier wieder verschuldet. Das heißt, Deutschland kann sich einen so großen Krieg einfach nicht leisten. Und dem König, da werden wir auch gleich nochmal drauf schauen, dem geht es ja auch gesundheitlich schlecht. Das heißt, das wird jetzt der erste große Feldzug sein, an dem König Markwart, denke ich, nicht an der Spitze seiner Armee stehen wird. Einfach, ja, er ist alt, es geht ihm nicht allzu gut und die Finanzen sehen schlecht aus. Das heißt, hier würde ich jetzt tatsächlich sogar nur einen Teil der Truppen ausheben. Jetzt kann man natürlich viel rumfriemeln und das genau aufteilen und die Hälfte wieder einstampfen, wie auch immer. Ich würde es relativ einfach handhaben, indem ich halt einfach das Kriegsvolk aushebe und die Aufgebote zu Hause lasse. Und ich glaube, dann haben wir da so circa 1600 Mann und die muss dann halt der Ratsmarschall anführen und die werden sich dann hier, ja, zum Feind begeben. Da müssen wir dann halt natürlich aufpassen, ja, wenn wir hier 1600 Mann haben, selbst wenn das dann nur gut ausgebildetes Kriegsvolk ist, dass das eben nicht hier in 3200 Mann reinrennt, sondern das soll sich wirklich primär mit den verbündeten Truppen hier zusammentun und sich dann auch hier mit ankoppeln, ja, dann kann der König von Westfranken oder wer auch immer da das Heer hier führt, Hauptmann Charles, der kann dann den Feldzug hier als Anführer durchführen. So, dann haben wir natürlich noch ein weiteres Problem. Wir haben hier immer noch diese Domänen und ich hatte ja gesagt, der König hat eigentlich auf seinen Nachwuchs gewartet, ob er das dann vielleicht einem weiteren Sohn hier vermacht. Jetzt ist das allerdings hier eine Tochter geworden, Prinzessin Adelheid. Und bei der ist es so, beziehungsweise bei den Katholiken, ihr könnt mal schauen, dass man hier keine Titel vergeben kann. Ja, Frauen müssen in eurem Glauben, dem Katholizismus, ein dominantes, gleichgestelltes oder klerikales Geschlecht sein. Und das ist nun mal nicht der Fall. Und selbst wenn er es könnte, würde ich anzweifeln, dass König Markwart, da versuchen würde, Reformen durchzuführen in die Richtung. Er ist ja doch recht im, ja, sehr traditionellen katholischen Glauben hier verankert und ist nicht irgendwie eigensinnig oder sowas, ja. Wir müssen natürlich hier auch nochmal reinschauen, was das hier alles für Meldungen sind. Wir haben natürlich jetzt diese ganzen deaktivierten Gebäude, niedrige Gemeindekontrolle und so weiter. Weitere Bündnisse. Da werde ich erstmal hier nichts machen, bedeutet aber für mich, ich möchte diesen Malus hier eigentlich so schnell wie es geht loswerden. Wir könnten jetzt natürlich warten, bis er das Zeitliche segnet. Wir hoffen natürlich, dass er noch lange lebt, aber das ist ja seiner Dynastie nicht so wirklich vorbehalten. Drum, ich hatte voriges Mal, glaube ich, schon geschaut, an wen das Ganze hier fällt. Wir können ja nochmal reinschauen, wie das hier aussieht. Und zwar bekommt das Herzogtum von Ostfranken, darum geht das ja jetzt, glaube ich, Prinz Magnus tatsächlich. Das heißt, dem werden wir das zuweisen. Ja, und dann, sehr interessant, wer es vielleicht nicht gelesen hat, auch in den Kommentaren, Prinz Rothard hier mit diesem zerstörten Titel. Das war dann wahrscheinlich so, dass er da gar keine Grafschaften mehr gehalten hat. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall nochmal neu gründen, dieses Herzogtum. Aber
Das erfordert natürlich auch eine Menge Gold und das kann sich der König jetzt einfach nicht leisten. Also das wird eine Aufgabe für die Zukunft sein. Jetzt erstmal werden wir hier noch das Herzogtum von Ostfranken an Magnus einfach abgeben. Das ist, denke ich, das Einfachste. Wir müssen natürlich schauen, der hat hier 4 von 6 Domänen. Okay, der ist zumindest nicht ganz unbegabt, was die Verwaltung anbelangt. Hier Verwaltung 8, naja, sieht eigentlich nicht so gut aus. Gierig, hat das nicht auch noch Verwaltung gegeben? Nein. Naja, gut. Er bekommt das jetzt hier halt trotzdem. Und da müssen wir nur darauf Acht geben, dass wir jetzt nicht zu viel abgeben. Ja, also hier 3 Domäne. Wir müssen mal schauen, wie viel da noch mit drin waren. Herzogtum von Ostfranken. Und dann können wir hier, ich glaube, 3 Grafschaften abgeben. Aber das ist ja auch schon alles. Ne? Die Baronie ist ja Teil davon. Neue Domänengröße? Nee, das zählt schon hier als 2. Hm. Können wir dann Würzburg einfach weiter halten? Oder Erbach, die Grafschaft von Erbach, vielleicht mit diesem Kirchenbesitztum, dass wir das behalten. Ja, der König. Das finde ich eigentlich ganz passend. Und dann haben wir hier wieder 5 von 5, das müsste eigentlich so gehen. Und dann werden wir diesen Titel hier einfach mal vergeben. So, wunderbar. Haben wir das schon mal erledigt. Und als nächstes müssen wir natürlich auch wieder die Truppen ausheben. Und das werden wir, denke ich mal, naja, das könnten wir jetzt auch hier machen, beziehungsweise vielleicht hier in der Grenzregion. Das muss nicht unbedingt Innsbruck sein. Sammelpunkt verlegen und dann vielleicht hier, ja, das wäre in Ordnung. Und dann hier alles Kriegsvolk ausheben. Und dann schauen wir mal, ja, an der Spitze steht hier auch direkt der Ratsmarschall. Wunderbar. Wie geht es dem gesundheitlich? In Ordnung. Okay, also 56, er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, aber das passt soweit. Und jetzt schauen wir mal, wie die Einnahmen hier sind, wenn wir diese Truppen hier ausgehoben haben. Ja, plus 0,4. Graf Rimbaud, der Kurze von Vaucouleurs, ist einem Krieg beigetreten. Krieg gegen die Tyrannei von König Erard. Okay, wieder auf der Gegenseite. So, ja, es sind jetzt hier also tatsächlich die 1660 Mann und wir verschulden uns nicht mehr. Zumindest aktuell nicht. Plus 0,4. Das sieht so schon mal in Ordnung aus. Ja, und hier haben wir natürlich jetzt auch noch feindliche Truppen. Das sind die, die eben hier ausgehoben wurden. Und die könnten wir jetzt natürlich hier einmal stellen. Ja, dann am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir hier zu den verbündeten Truppen kommen würden. Aber wir schauen mal. So, die marschieren jetzt hier hin. Da müssen wir jetzt halt wirklich Acht geben, wenn wir nicht so ein riesiges Heer haben. Nein, die tun sich hier zusammen. Hier könnte es wirklich zu einer riesigen Schlacht kommen. Und wir werden uns jetzt, denke ich, auch nicht hier hinten irgendwo verstecken und belagern ohne Ende, um hier ein bisschen Beute zu erhaschen. Wir wollen es also wirklich primär hier dem anderen Heer anschließen. So, euer Nachbar, König George, hat einen Krieg verloren. Der Sieger Herzog Robert von Friesland. Das war ein Befreiungskrieg tatsächlich. Jetzt gucken wir mal, ob man das hier irgendwo sieht, was da geschehen ist. Der Befreiungskrieg ist ja immer, dass sie da unabhängig werden, oder? Ja, hier so, in dem Gebiet. Okay, wir konzentrieren uns aber jetzt hier auf diesen Feldzug in Westfranken. So, und dann begeben wir uns hier vielleicht mal direkt auf den Weg. Prinz Magnus erhielt... Moment. Erhielt die Eigenschaft Blutdurchfall. Nein! Oh Gott, jetzt ist ja auch an dieser einen Krankheit hier erkrankt. Was ist das denn? Die Marquardruhr müsste das sein. Das andere ist ja dieses venezianische Fieber. Ich hoffe, da bekommt er eine gute Behandlung und hält ja auch durch. Wir schauen nochmal, was es hier von Malus gibt. Also diverse ist ein kritischer Malus. Betagten Gesundheit ein schwerer Malus. Und ich glaube, das war ein bisschen verwirrend. Ich glaube, der schwere Malus ist tatsächlich schlimmer als der kritische Malus. Das hieß es mal ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob sie da an der Formulierung nochmal was geändert haben. So, natürlicher Schrecken geht runter. Ja, okay, Anziehungsmeinung ist auch nicht so gut. Oh Gott, hier steht sogar dem Tode nahe. Das gibt's doch nicht. Ich meine, der König denkt hier natürlich nicht direkt dran, dass er das Herzogtum gerade an ihn verliehen hat und dass das deswegen schlimm ist. Der hat hier wahrscheinlich Angst um seinen Sohn. Primär.
Aber das könnte ihn jetzt natürlich erwischen. So, und ich gehe mal schwer davon aus, dass die Hofärztin von ihm angewiesen wurde, zu Magnus zu reisen. Denn die kennt sich ja mit solchen aus. Ein Höfling unter Freunden, meine Vasallin Gräfin Ludgard, hat mich mit einem Besuch beehrt und mir einen ihrer Höflinge mitgebracht. Ludgard tritt aufgeregt an mich heran. So, jetzt müssen wir mal schauen, wer Gräfin Ludgard hier wirklich ist. Ja, Vasall von uns. War das nicht diejenige, die uns hier auch beschenkt hatte mit Gold? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wohlan, König Markwart, es freut mich zu sehen, dass es euch hier in Innsbruck gut geht. Mir ist aufgefallen, dass Poppo an eurem Hof nützlich sein könnte. Er ist ein ungeheuer begabter Verwalter, er hat geradezu Midas gleiche Finger. Ich würde ihn ja gern selbst beschäftigen, doch leider scheint dies unmöglich. Es wäre mir so unrecht, wenn ihr großes Talent verschwendet würde. Warum nehmt ihr ihn nicht auf und entfesselt ihr wahres Potenzial? Oder sein wahres Potenzial? Bisschen komisch formuliert, ja, okay. Dann schauen wir doch mal. Will sie den nur loswerden oder ist das wirklich ein guter Verwalter? Oh, das sieht doch gut aus. Und es ist nicht nur ein guter Verwalter, das ist auch ein guter Ritter. Er kommt natürlich jetzt ein bisschen spät zu diesem Feldzug. Poppo von Stolzenberg. Müssen wir denn hier etwas bezahlen? Poppo von Stolzenberg schließt sich eurem Hof an. Er setzt 65 Prestige ein. Warum setzen wir denn hier Prestige ein? Ihr kommt einer Freundschaft mit Gräfin Ludgard näher. Ihr haltet 21 Anspannungen, weil ihr arrogant seid. Ah, er will ja nicht zugeben, dass ihr tatsächlich etwas, dass ihr ihn tatsächlich braucht. Und Gräfin Ludgard gewinnt hier 15 Meinungen, oder? Ich muss höflich ablehnen. Und wir würden ja tatsächlich einer Rivalität näher kommen. Also diese Anspannung, die verstehe ich hier nicht so ganz, muss ich sagen. Ja, nicht zugeben hin oder her, aber das ist ja eigentlich hier schon ein edles Angebot. Empfinde ich ja fast als Unsinn, das nicht zu machen. Deswegen würde ich ihn hier holen. So, der hat sich jetzt unserem Hof hier angeschlossen. Und jetzt gucken wir nochmal hier in den Rat hinein. Der hat hier halt einen Verwaltungswert von 26. Lothar, unser Ratsverwalter und Hofchronist und auch ein Ritter von uns, hat sich aber hier auch bewährt, muss man sagen. Ich meine, dann haben wir halt noch jemanden hier in der Hinterhand. Der soll erstmal ein bisschen an unserem Hof bleiben und dann kann man sich ja potenziell immer noch umentscheiden. So ein doch eher einer fremden Person, wenn wir jetzt nicht sofort die gesamten Finanzen hier übertragen. So, es kommt hier zu einem Kampf. Und die feindlichen Truppen raufen sich hier zusammen. Also, wenn die natürlich hier geballt aufeinandertreffen, dann sieht es sogar so aus, als hätte der westfränkische König hier das Nachsehen. Wie sieht's denn mit seinen Finanzen aus? 94 Gold, okay. Und minus 10,3 im Monat. Wir jetzt auch leicht im Minus. Aber so halten wir zumindest eine ganze Weile durch. Echos der Zukunft. Wenn mein Neugeborenes, oder wenn ich mein Neugeborenes in den Armen halte, kann ich nicht anders als mein eigenes Gesicht in seinem gespiegelt zu sehen. Alle sagen mir, mein Kind sehe genauso aus wie ich. Und sie haben recht. Vielleicht ist dies die Art von Unsterblichkeit, nach der ich suchte. Jemand, der mein Erbe weiterführt und meine Geschichte fortsetzt, wenn ich nicht mehr bin. Ich glaube, das dürfen wir jetzt nicht überinterpretieren, dass er will, dass sie das Reich führt. Ich glaube, es geht generell um den Nachwuchs. Ja? Er sieht sich in seinen Kindern weiterleben. Die Geschichte wird niemals enden. Es gibt tatsächlich so ein bisschen Anspannung hier zwangsweise. Der Nachlass für die Verbesserung eurer Legende erhöht sich leicht. Okay. So, wenn wir die Truppen hier natürlich alle einzeln aufreiben könnten, das wäre hervorragend. Und es sieht auch so aus, als wenn der Heerführer hier das so entscheidet. Und ich würde mal sagen, wir marschieren hier gleich direkt hin und schließen uns dann diesen Truppen an. Oh, 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 und hat es ihn hier auch erwischt? Ich wusste, dass mit dem Alter alles langsamer wird. Doch ich hätte nicht gedacht, dass alles sich gar nicht mehr regen würde, bis ich sterbe. In letzter Zeit verspüre ich ein beständiges Unwohlsein und alles braucht mehr Mühe als zuvor. Ja, das klingt nach dem Alter. Ich hatte schon befürchtet, es geht hier mit der Seuche weiter um sich.
Ich mache mir Sorgen, dass ich womöglich nicht mehr aufstehen kann, wenn ich mich hinlege. Es besteht kein Zweifel, dass mir die Zeit davonläuft. Ja, er merkt es jetzt selber. Deswegen ist er bei diesem Feldzug halt auch nicht mit dabei. Ich fühle mich, als könnte ich nichts tun, als darauf zu warten, dass mich die süße Umarmung des Todes holt. Wie lange werde ich warten müssen? Ja, und der wird jetzt hier gebrechlich. Eieiei. Und wir gucken nochmal, was das hier bedeutet. Oh, und jetzt hier noch dem Tode nahe. Ihr steht an der Schwelle des Todes. Bedeutet aber nicht garantiert, dass man direkt stirbt. Wir hatten das zu anderen Zeitpunkten auch schon einmal, dass das wieder verschwunden ist, weil es ihm dann durch irgendeinen Umstand besser ging. Aber ja, das ist schon ein starkes Anzeichen. Wir schauen nochmal hier drauf. Alles fällt ihm schwerer. Diplomatie, Kriegsführung und so weiter. Fruchtbarkeit auch. Wie auch immer. Ich habe nur gerade nochmal geschaut. Ist sie jetzt nochmal schwanger geworden? Aber da bekommen wir ja eigentlich immer eine Nachricht. Ob seines schwächlichen Körpers ist Marquardt so kaum noch etwas in der Lage, außer auf den Tod zu warten. Ja, und das fügt sich hier nochmal zusammen. Ja, er hat nochmal einen Blick auf seine neugeborene Tochter geworfen und spürt den Tod an seiner Seite. Er ist so ein bisschen, ja, reflektiert so ein bisschen über sein Leben und was er alles so erreicht hat. So, das Heer wird sich jetzt hier anschließen. Hoffentlich können wir das hier machen. An Armee ankoppeln. Jawohl. Und dann müssen wir uns hier zumindest bezüglich dieser Manöver keine großen Gedanken mehr machen. 100% Kriegsstand ist ja übrigens erreicht. Darauf hatte ich jetzt eben gar nicht geachtet. In Ordnung. Das wäre natürlich schön, wenn wir dann die Türken hier gleich auflösen könnten. Ja, wir haben den von König Erard, dem Vierten von Westfalen, angeführten Krieg gegen Graf Mathieu, den Zweiten in Gering von Vermandois, gewonnen. Jetzt gucken wir nochmal, ob es hier irgendwas für uns gibt. Ich glaube aber nicht. Und der Ehepartner unterstützt euch bei Kriegsführungsstudien. 300 Kriegsführungs-Lebenswandel-Erfahrung. Ihr habt konzentrierter Schüler für 4 Jahre erhalten. Ja, wahrscheinlich wälzt der noch irgendwelche alten Folianten mit Strategien oder sowas in der Art, weil jetzt, wo er nicht mehr so aufstehen kann, so sei es. Jetzt werden wir hier die Truppen direkt einmal auflösen. So, wie geht es Magnus seinem jüngsten Sohn? Nicht dem jüngsten Sohn. Ist ja nicht mehr der jüngste Sohn, aber ihm geht es immer noch nicht gut und es gibt hier auch verschlimmerte Krankheitssymptome. Eine fehlgeschlagene Behandlung hat die Krankheitssymptome dieses Charakters verschlimmert. Oh, das sieht schwierig aus. Geht der König jetzt hier vielleicht sogar aufgrund der Seuche, die hier noch so mitherrscht, in die Abgeschiedenheit? Ich glaube nicht wirklich. Er ist ja hier auch noch von der Seuche nicht wirklich befallen oder die Region um Innsbruck. Und wir hätten hier noch eine Möglichkeit, Hof halten. Oh, das wäre noch ein letztes Mal, jetzt wo es ihm so schlecht geht. Wäre eine Möglichkeit, dass er das hier noch versucht, nochmal alle um sich herum versammelt. Er möchte sich vielleicht auch noch einmal zeigen. Jetzt, wo der Krieg hier auch in Westfranken vorbei ist, ich glaube schon, werden hier einmal Hof halten. Wohlmöglich ein letztes Mal. Auf meinem Thron sitzend, gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Ja, schwächlich sitzt er hier. Und die Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinem Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Bitte gebt dem Ersten in der Reihe ein Zeichen, sich zu nähern. Mein Fürst, ich vertrete die Religionsgemeinschaft von Katzelnbogen. Beim Durchstöbern unseres bescheidenen Archivs sind wir auf ein sehr merkwürdiges Buch gestoßen. Der Einband war verstaubt, die Bindung brüchig und die Seiten vom Zahn der Zeit vergilbt. Doch es enthielt die ungewöhnlichsten Zeichnungen und selbst die Schrift war uns allen unbekannt. Wir sind uns sicher, dass es einzigartig auf der Welt ist. Ein lang verschollenes Kompendium des Wissens, ein wahrer Schatz. Deshalb bieten wir es euch an. Vielleicht ist es die Originalabschrift des Zeugnisses von Gott oder eine Erinnerung an die Erschaffung der Welt. Meine Güte, das wäre ja hier enorm.
Er ist hier ein Mönch, Friedrich von Niederbayern. Ist die Frage, ob er uns hier hinters Licht führen möchte. Was sind denn hier unsere Optionen? Vielen Dank. Ich werde es meiner Sammlung hinzufügen. Wir erhalten ein geheimnisvolles Buch. Das gibt ja mehr Prestige. Faszinierend ruft nach meinem Erzzeugwart. Da kann dann viel geschehen. Und der versucht ja herauszufinden, was es ist. Er könnte aber auch ratlos sein. Würde man ein bisschen Prestige einsetzen. Oder es ist eine Fälschung. Er erkennt das hier. Oder es bringt uns ein verdammtes, verbranntes... Ich weiß nicht, das gebe hier Frömmigkeit und setzt Prestige ein und verliert aber viel Anspannung. Oder wen scheren schon Bücher? Ich finde das eigentlich hier ganz faszinierend. Das ist ja eigentlich die Antwort, weil er hier speziell Theologe ist. Aber ich denke, alles drei hier ist möglich. Von daher würde ich es einfach mal auswürfeln zwischen den ersten drei Möglichkeiten. Und ich würfel eine 1. Vielen Dank, ich werde es meiner Sammlung hinzufügen. Okay. Mein Lehnsherr, sagt Herzog Megenhardt mit strenger Stimme. Ich bitte darum, dass wir eine Untersuchung bezüglich eines berüchtigten Predigers in Innsbruck einleiten. Dieser Prediger ist, wie soll ich sagen, sie ist eine Frau. Das steht nicht in Übereinstimmung mit unserem Glauben. Ja. Das ist in der Tat wohl so. Unser Enkel ist das hier, der das behauptet, beziehungsweise uns mitteilt. Herzog Klaus unterbricht Megenhardt. Also das hier, der zweite in der Unterhaltung, unser Erzjägermeister und Vasall, indem er die Hand hebt und einen Schritt nach vorn macht. Mein Lehnsherr, auch wenn die Einschätzung von Megenhardt diesbezüglich richtig ist, so ist es der einzige Fehler dieses Predigers. Alles, was sie lehrt, steht in Übereinstimmung mit unserem Glauben. Ja, jetzt könnte er natürlich ja sagen, wir brauchen mehr Leute, die unseren Glauben verbreiten. Oder werf diesen falschen Prediger in den Kerker. Moment mal. Gertrud? Das ist aber nicht die eine Gertrud hier, oder? Die wir vorher hatten, wo wir ihren Mann eingekerkert haben. Nein, das ist jemand anderes. Ist mitfühlend, nachsichtig, keusch. Oh Gott, und die hat hier drei Eigenschaften, die tatsächlich tugendhaft sind. Okay. Ich denke, von der wird er schon was gehört haben. Schwierig zu sagen, aber diese drei tugendhaften Eigenschaften, ich denke, das muss man hier berücksichtigen. Hier steht ja auch Meinung von katholisch plus 10. Er ist katholisch, er wird auch eine höhere Meinung dann haben. Von daher, normalerweise hätte ich hier eventuell auch ausgewürfelt, aber wir brauchen mehr Leute, die für unseren Glauben eintreten und ihn verbreiten, und vor allem sie wäre da gut geeignet. Wir gucken mal, Grafschaft von Innsbruck erhält für 15 Jahre vom Bauern geliebte Priester. Kontrollabnahme ist 0. Gibt mehr Entwicklung und mehr Volksmeinung. Aber Megenhardt ist ein bisschen beleidigt. Okay. Ein fremder Gast nähert sich meinem Thron und verkündet laut: Es ist schon eine Weile her, seit ich an eurem Hof eintraf. Ich habe genau beobachtet, wie ihr herrscht und die kleinen und großen Angelegenheiten des Reichs. Oder was die kleinen oder großen Angelegenheiten des Reichs angeht. Und ich bin zutiefst beeindruckt. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen. Ich meine, das Volk und die Vasallen hier, die wissen, dass das Ende naht. Und jetzt diese Schenkung von dem einen Buch und jetzt noch diese Ehrerbietung. Die Occitanier kennen eine alte Sage über einen legendären Herrscher aus einer bedeutenden Dynastie. Es ist eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählt, als sie noch jung war. Sie hat vor langer Zeit von ihrer Mutter gehört. Und nun habe ich das große Vergnügen, euch mitzuteilen, dass ich glaube, dass ihr der legendäre König aus dem okzitanischen Legenden seid. Und ich glaube, jeder wahre Abkömmling der okzitanischen Kultur würde mir gewiss zustimmen. Hat eine altfränkische Herkunft, grundsätzlich dann, diese okzitanische Kultur. Okay. Ich glaube, ja, ich meine, eigentlich sollte er sich seiner eigentlichen Herkunft ja bewusst sein, aber er ist ja schon der Meinung, oder er hat eine sehr hohe Meinung von sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine solche Legende irgendwie ablehnen würde. Was ist denn hier die Möglichkeit? Ja, eure Ältesten sprachen über die von Kempten. Ihr haltet ein mächtiges Unterfangen für von Kempten. Legendensamen, ein weiterer. Oder die
und die Kulturakzeptanz der Bayern und der Okzitanier füreinander erhöht sich um 5%. Deutschland ist Inhalt okzitanischer Sagen. Ihr haltet ein Großtat für das Königreich von Deutschland legendsam. Die Kulturakzeptanz erhöht sich auch hier. Oder ein bayerischer Herrscher kümmert sich nicht darum, was okzitanische Bauern davon sich geben. Wenn auch möglich. Aber die ersten beiden Möglichkeiten, die lachen mich ein bisschen mehr an. Deutschland ist Inhalt okzitanischer Sagen. Ja, eure ältesten Sprachen über die von Kentens. Ich denke, er stimmt ihm hier einfach zu. Da gibt es halt einen weiteren Legendensamen. Den können wir uns vielleicht gleich mal anschauen. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhielten sich über die Verhandlung. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Meine Aufgabe hier ist erledigt. Jawohl, und dann lasst uns doch mal direkt drauf schauen, was das jetzt hier bedeutet. Also hier ein mächtiges Unterfangen von Kempten. Und jetzt haben wir das hier aber noch einmal. Und ist das hier gleich Bekanntheit plus 0,2? Ich meine, das hat ja diesen illustren Status, deswegen gibt es da, glaube ich, mehr davon. Verwaltung, und das müsste eigentlich auch das gleiche sein. Ja, okay, also das ist halt auch nochmal eine legitimierende Legende. Und hier gibt es übrigens noch mehr. Wächter der katholischen heiligen Städte. Ist aber auch hier nochmal interessant. Na gut, aber ich denke, es geht hier immer noch um unsere eigene Legende. Hier können wir vielleicht auch nochmal schauen, was diese andere Möglichkeit hier war. Legende in der Fremde preisen. Mein Hofkundist wird die Aufgabe Legende in der Fremden preisen aktiv durchführen. Gibt mehr Prestige. Und jedes Jahr könnte einer eurer Vasallen oder benachbarten Herrscher eure Legende zur eigenen geförderten Legende machen. Eine höhere Eignung. Ja, ich finde das hier aber, die Verbreitungswahrscheinlichkeit wollen wir ja eigentlich haben. Von daher werden wir da nicht irgendwie umstellen. Okay. Hofprachtstufe 8 ist jetzt hier sogar. Ich glaube, die hatten wir uns gar nicht angesehen. Da können wir, denke ich, auch nochmal drauf schauen. Und vielleicht auch, welchen Rang der Hof hier in der Welt hat. Rang 6. Was liegt denn alles davor? Westfranken 1 davor. Dann gibt es noch diesen einen Despoten von Nikkei. Das Lambakana-Königreich, das Arabische Reich und das Byzantinische Kaiserreich auf Platz 1. Okay, aber hier bei Hofpracht Stufe 8. Höflinge, die 5 Jahre im Königshof gelebt haben, erhalten eine stärkere besondere Eigenschaft, die auf der Hofart beruht. Okay, also da nochmal ausgeprägter. Und wir hatten ja diesen gelehrten Hof, also gibt es wahrscheinlich einfach plus 1 Bildung mehr. Aus der Asche. Die Seuche ist endlich wieder aus dem Reich verschwunden. Ah, zum Glück. Und wir müssen diese Gelegenheit nutzen und uns aus jenem Chaos erheben, das sie hinterließ. Wir erstehen aus den Trümmern der alten Welt auf und es ist an der Zeit, an die neue zu denken. Die Überlebenden haben damit begonnen, zum Earltum von Schmalkalden zu ziehen, ihrem neuen Zufluchtsort. Es könnte die Gelegenheit sein, einen neuen Hauptsitz festzulegen. Nee, das machen wir nicht. Aber wir könnten ja natürlich diesen Hauptsitz aufbauen wieder. Ja, 85 Gold, das haben wir halt eigentlich nicht. Wo ist denn das hier, dieses Earltum? Es ist halt ein Teil von Deutschland, ne? Halterin ist hier diese Herzogin Hildeburg, die Heilige von Thüringen. Ja, das war doch die gewesen, die uns hier beschenkt hatte. Ja, okay, also das Geld nehmen wir jetzt hier noch in die Hand und werden hier dafür sorgen. Ich meine, er als Landesvater wird hier die Kosten nicht scheuen und wir sind dann ja auch schnell wieder im Plus. Das passt so schon. Und gibt ja halt diese Erholung, gibt eine höhere Entwicklung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da die Hilfe unterlässt. Das macht er schon. Hat er in der Vergangenheit ja auch getan. Jetzt sollten wir aber auch nochmal schnell zum Sohn schauen. Ob hier irgendwie die Krankheitssymptome nachgelassen haben. Nein, auch er ist immer noch dem Tode nahe.
Eieiei, das wird aber spannend. Wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Zwei Persönlichkeiten hier, bedeutende Persönlichkeiten unserer Dynastie, könnten in der nächsten Folge bereits sterben. Wir könnten einen neuen König sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.